Einen schönen guten Abend aus dem Aktionsradius Wien. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Gespräch im Rahmen unserer Reihe Angst und Wege aus der Angst. Wir haben heute leider mit technischen Problemen gestartet. Scheinbar ist das Internet in Wien teilweise zusammengebrochen oder in unserer Region. Wir starten jetzt erneut und sollte im Laufe des Abends neue Probleme auftauchen, dann werden wir die Diskussion hier fortführen und ab morgen oder übermorgen dann in unser Medienarchiv stellen. Dann schauen Sie bitte nachträglich noch einmal hinein. Ja, ich begrüße die Gäste und Gesprächsteilnehmer des heutigen Abends. Renata Schmidt, Kunst, die Journalistin, ist hier bei uns zu Gast, live am Gaußplatz 11. Und Dr. Gerald Hüther ist zugeschaltet per Video. Herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Abend. Ich darf die beiden einleitend noch ein bisschen vorstellen. Professor Dr. Gerald Hüther ist für Sie sicher alle ein Begriff. Er ist Neurobiologe und Hirnforscher und auch ein Bestseller-Autor, bekannt durch seine Bücher und auch durch seine Vorträge. Dr. Gerald Hüther ist 1951 in einem kleinen Dorf in Thüringen im Osten Deutschlands geboren. Er hat nach dem Abitur Biologie studiert an der Universität in Leipzig und an der Universität in Jena promoviert. 1978 ist er aus seiner Heimat der DDR geflohen, ist in den Westen gegangen und hat sich in Göttingen angesiedelt. Und dort, an der Universität in Göttingen, hat er am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin einen Forschungsplatz, eine Forschungsstelle bekommen. Und er hat sich seinem Feld zugewandt, seiner Leidenschaft der Erforschung des Menschen, im Speziellen der Erforschung des menschlichen Gehirns, also auch der Hirnentwicklung und der Hirnentwicklungsstörungen. Und im Rahmen seiner Forschungstätigkeit waren ihm immer ganzheitliche Ansätze wichtig, also auch die Frage, wie das Gehirn, der Geist mit Körper und Seele zusammenspielen und auch allgemein, wie Körper, Geist und Seele auf Umweltfaktoren reagieren. Seine Erkenntnisse der Gehirnforschung hat Dr. Hüther auch in vielen Büchern publiziert und in einer verständlichen Sprache so ganz vielen Menschen, einem großen Publikum näher gebracht. Ein paar dieser Bücher darf ich jetzt nennen, zum Beispiel Biologie der Angst, wie aus Stress Gefühle werden oder Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn oder auch wie Kinder heute wachsen. Es war ihm immer wichtig, auch die Potenziale von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen und zu fördern. Und in diesem Kontext hat er die Akademie für Potenzialentfaltung Göttingen mitbegründet. Seine Akademie, die auch in der Schweiz und in Österreich, in Wien, Ableger und Gruppen heute hat. Und kurz vor Weihnachten letzten Jahres ist aus dieser Akademie heraus ein Projekt gestartet worden, das heißt Liebevoll Jetzt. Das Ziel, Menschen heute, in der heutigen Zeit, in der heutigen Krise, Menschen zu einem liebevolleren Umgang mit sich selbst einzuladen und eben gerade in Zeiten der Krise, die uns alle erfordert. Diese Projekte finden Sie auch im Internet, die Akademie für Potenzialentfaltung oder eben das Projekt www.liebevolljetzt. Wir werden den Schwerpunkt im heutigen Gespräch auf seine beiden letzten Bücher legen, zwei Bücher, die im Vorjahr erschienen sind. Das erste heißt Wege aus der Angst, über die Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen. Und das zweite Buch, sein letztes, Lieblosigkeit macht krank, was unsere Selbstheilungskräfte stärkt. Das sind also zwei Themen, die gerade in der aktuellen Zeit von großer Bedeutung sind. Und Renata Schmidt-Kunz wird mit Gerald Hüther heute über diese Aspekte dieser Bücher und dieser Themen das Gespräch führen. Gerade jetzt in der Covid-Krise und in dieser Zeit, wo die Covid-Maßnahmen so massiv in unser aller Leben eingreifen. Gerade in dieser Zeit haben viele Menschen psychische Belastungen, psychische Symptome und Störungen und auch die Angst, die Ängste, die Angststörungen haben rapide zugenommen. Ganz vielfältige Ängste, die die Menschen eben belasten und bestimmen.
Also geht es heute auch um die Fragen, wie können in der heutigen Zeit die Selbstheilungskräfte gestärkt werden? Und wie können wir trotz Krise ein glückliches, sinnerfülltes Leben führen? Ja, ich darf auch noch Renata Schmidt kurz vorstellen. Sie ist 1964 geboren, auch in Deutschland, in Hattingen an der Ruhr. Sie ist aufgewachsen in einem evangelischen Pfarrhaus und hat in Österreich in mehreren Bundesländern gelebt, in Niederösterreich, Oberösterreich und Kärnten. Renata hat evangelische Theologie studiert in Wien und in Montpellier und seit Jänner 1990 arbeitet sie als Moderatorin, Redakteurin und auch Dokumentarfilmregisseurin für den ORF. Sie hat Sendungen wie Kreuz und Quer oder Die Religionen der Welt miterfunden, mitgestaltet. Sie hat einige Jahre lang den Club 2 moderiert und sie leitet heute die Ö1-Sendereihe Im Gespräch. Ja, ein paar Infos noch kurz, bevor es losgeht. Am Donnerstag, in 2 Tagen, gibt es den letzten Abend im Rahmen dieses Angstschwerpunkts. Da werden wir ein Buch vorstellen, gemeinsam mit dem Promedia Verlag, Herrschaft der Angst und die Machtverhältnisse und Angstpolitik der heutigen Tage thematisieren. Und es werden 3 Gäste erwartet, die allesamt an diesem Buch auch mitgeschrieben haben, als Autor und Autorinnen. Und zwar Marlene Strerowitz, Birgit Sauer, Wolf Wetzel und für den Verlag und Herausgeber Stefan Kraft. Auch das Mai-Programm, das nächste Woche startet, steht schon online auf unserer Website www.aktionsradios.at. Wir werden uns im Mai der Kraft des Weiblichen zuwenden. Ja, und alle Veranstaltungen, die des jetzigen Schwerpunkts und auch die künftigen, finden Sie 1-2 Tage nach dem Termin immer online in unserem Medienarchiv. Also wir laden Sie auch ein, davon Gebrauch zu machen. Da stehen auch die beiden ersten Themen des Angstschwerpunkts, ein Vortrag Kraftquellen in Zeiten der Krise und der sehr eindrucksvolle Film Lockdown Kinderrechte. Ja, und für den heutigen Abend, falls Sie Fragen haben, nutzen Sie die Chatfunktion, die Sie unter dem Livestream-Fenster finden. Und wir werden die Fragen sammeln und am Ende dann an die Renata Schmidt Kunst geben. Und sofern noch Zeit ist, werden auch diese Fragen beantwortet. Ja, danke noch an Wolfgang Blädel, unseren Techniker, das Aktionsradiosteam, für die professionelle Umsetzung. Und jetzt hoffe ich, dass auch die Internetleitungen den Abend lang durchhalten. Und ja, falls sollte eine Panne sein, dann schauen Sie in 2 Tagen in unser Medienarchiv. In diesem Sinne ein anregendes Gespräch. Eine interessante Diskussion und ich übergebe das Wort jetzt an die Renata Schmidt-Kunz. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an die Usche Schreiber und ihr Team, die auch in diesen Zeiten und auch, wie Sie mitbekommen haben, unter schwierigsten Herausforderungssituationen nicht aufgeben, hier im Aktionsradius Augarten im 20. Wiener Gemeindebezirk. Und ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, heute ein Gespräch fortzusetzen, das ich vor einigen Wochen schon angefangen habe mit Herrn Hütter, mit Unterbrechung allerdings von 3 Wochen jetzt. Vor einiger Zeit war Herr Hütter bei mir zu Gast in der Sendung Im Gespräch auf Radio Österreich 1 und wir sprachen damals über sein jüngstes Buch Lieblosigkeit macht krank. Ich kann mich noch gut erinnern, Herr Hütter, hallo, hallo, ich grüße Sie herzlich in Witzenhausen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich diesen Titel gelesen habe in der Programmvorschau des Verlages, dass ich mir sofort gedacht habe, das ist ein Buch zur Zeit. Also das eine heißt Lieblosigkeit macht krank und das zweite Buch, über das wir heute eigentlich hauptsächlich reden sollten oder werden, aber wir haben uns eine Kombi überlegt, ist das Buch Wege aus der Angst über die Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen. Und wenn man sich diese beiden Bücher zu Gemüte führt, gründlich, wie ich es auch getan habe, dann fällt einem doch auf, dass diese 2 Bücher, Herr Hütter, etwas miteinander zu tun haben. Es ist sozusagen die Grundstruktur, die Ausgangsargumentation ist eine in beiden Büchern, nur dass sich es dann wie Estern an einem Baum eben nochmal extra auffächert. Wie hängen denn diese beiden Bücher über Lieblosigkeit und Angst zusammen? Ja, erstmal freue ich mich, liebe Frau Schmidt-Kunz, dass das überhaupt wieder geklappt hat und begrüße auch alle, die uns hier zuhören. Ich habe
als die Corona-Krise begann, mich gefragt, was das wichtigste Thema wird in dieser ganzen Zeit. Und da war mir sofort klar, dass das die Angst ist. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil ich immer mir selbst Klarheit verschaffen muss über Vorgänge, die ich beobachte, habe ich mich hingesetzt und habe mir versucht, das aufzuschreiben, wie das mit der Angst ist und wie das funktioniert und wie wir uns auch gegenseitig Angst machen und wie dann Menschen auch gewissermaßen, wie die aufgescheuchten Hühner umherrennen und dann auch noch irgendwie Hilfe suchen und irgendjemanden suchen, der ihnen sagt, wie es jetzt aus der Angst herausgeht. Und das ist alles ziemlich gefährlich. Also das habe ich dann gemerkt, dass das eine ganz schwierige Situation ist in einer Gesellschaft. Und das schien mir wichtig, dass ich das dann einfach möglichst vielen Menschen zugänglich mache, dass die verstehen, was da los ist mit ihrer eigenen Angst und woher die Angst kommt und wie die sich aufbaut. Und dann ist dieses Buch erschienen und es war mir aber unterwegs schon klar, dass das ja eigentlich nur die halbe Wahrheit ist. Man kann nicht über die Angst schreiben, ohne gleichzeitig auch zu sagen, wie man da wirklich wieder rausfindet. Mhm. Und da gibt es eben so einen Schlüssel, mit dem man die Angst dann in ihrer Bedeutung annehmen kann. Das ist ja wichtig, dass wir verstehen, dass Angst nicht was Blödes ist, sondern dass die Angst uns eigentlich helfen will. Sie ist wie eine Botschaft an uns selbst, dass wir irgendwas falsch gemacht haben und das können wir dann auch korrigieren. Aber wenn wir in der Angst gefangen sind, brauchen wir auch einen Weg, wie wir wieder da rausfinden. Und das weiß ja eigentlich auch jeder, aber es ist eben doch nicht so einfach umzusetzen. Dann braucht man sowas wie eine innere Stärke. Mhm. Da gehen wir jetzt auch im Detail drauf ein noch, aber ich habe noch vorher eine Frage an Sie, Herr Hütter, und zwar, Sie haben gesagt, Sie haben sich hingesetzt, um dieses Buch zu schreiben, weil Ihnen das Phänomen außen aufgefallen ist. Und ich muss sagen, dass es auch sowas gibt wie eine Angst vor der Angst der anderen. Und das wäre meine Frage an Sie, ob sozusagen dieser Impuls, den Sie hatten, ich schreibe jetzt mal ein Buch über die Angst, weil die breitet sich gerade hier so aus, ob die auch ein Teil war von einer Angst, die Sie gefühlt haben, dass eine Gesellschaft auch verrückt werden kann vor Angst. Also gab es bei Ihnen da so ein Gefühl, puh, das könnte jetzt schief gehen? Ja, ich bin Biologe, ich weiß, dass es Virusinfektionen gibt, die können auch manchmal gefährlich sein. Ich habe keine Angst davor, dass ich so eine Infektion kriege und aber ich weiß, wie gefährlich es ist, wenn eine ganze Gesellschaft in Angst und Panik gerät. Mhm. Woran haben Sie denn das erste Mal festgestellt, Herr Hütter, dass es sowas wie eine kollektive Angst, ein kollektives Angstszenario gibt? Denn das hat sich ja, das war ja Januar, Februar, März letzten Jahres, war es ja so relativ ruhig und plötzlich 15. März, wir erinnern uns alle, oder 16. je nachdem, war dann plötzlich dieses Schreckgespenst da. Woran haben Sie diese Anzeichen, oder was gab es für Anzeichen für Sie? Woran haben Sie diese kollektive Angst erkannt? Also im Hirn entsteht ja Angst dadurch, dass etwas geschieht, was man nicht erwartet hat und das bedrohlich aussieht. Und dann, wenn so eine Situation eintritt und das dann auch noch flächendeckend in fast allen Ländern gleichzeitig, dann erkennt man, dass die Angst sich ausgebreitet hat daran, dass die Menschen nach einem Weg suchen, wie sie der Sache wieder Herr werden. Und die häufigste Reaktion heißt, wir wenden uns an jemanden, der behauptet, er wisse Bescheid. Und dann entsteht so eine Situation, dass man dann gerne denen folgt, die glauben, sie wüssten, wie es geht, oder die sich dazu berufen fühlen, oder die aufgrund ihrer Expertise so wirken, als könne man sich auf sie verlassen. Das ist eine natürliche Reaktion, ist ja auch gut so, wenn man wirklich einen erwischt, auf den man sich verlassen kann, dann ist das ja auch eine gute Möglichkeit, wenn man selbst nicht die Expertise hat und sich nicht so gut auskennt, wie man mit so einer Virusproblematik umgeht, dann macht man das, was diese Experten oder diejenigen, die sich auskennen, einem dann vorschlagen und dann entsteht so eine Situation, dass dann die Angst weggeht. Aber unten drunter sitzt sie immer noch, weil man weiß ja gar nicht ganz genau, ob die sich nicht auch irren. Mhm. Man kann ja nicht sagen, ob das wirklich stimmt. Und an dem Beispiel wird schon deutlich, was die Angst eigentlich wirklich gefährlich macht. Es ist ja kein Problem, wenn ich wirklich vor etwas Angst habe und ich sehe diesen angstmachenden Problem in die Augen. Also wenn ich jetzt unten die Tür aufmache und da sitzt ein Löwe davor, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe. Sehr wahrscheinlich in Witzenhausen, ja.
Ja, weiß ich, was ich zu tun habe. Ohne, dass ich auch nur nachdenke, mache die Tür zu. Mein Hirn rettet mich sozusagen gleich vor dem Löwen. Mhm. Und das ist dann eigentlich gar nicht so schlimm. Und der Augenblick, wo ich Angst hatte, der war eine Sekunde. Wenn ich aber abends im Bett liege und mir vorstelle, dass unten vor dem Haus ein Löwe sitzt und mir meine Frau dann noch erzählt, man hätte auch schon gehört, dass ein ganzes Rudel Löwen ausgebrochen ist und die würden jetzt alle, stelle ich mir vor, um das Haus herumlungern und seien auch furchtbar hungrig. Dann merken sie, dann kann ich gar nichts machen. Ich liege im Bett, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist ja eigentlich nur meine Vorstellung, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber die Angst kommt und die lähmt mich. Ich sitze da drin, gelähmt vor Angst und ich kann noch nicht mal eine Tür zuschlagen. Und deshalb ist die Angst vor einer, ist die Angst, die sich dann ausbildet, wenn man sich vorstellt, was passieren kann, eigentlich schlimmer und führt schneller in die Hilflosigkeit, als wenn man Angst vor etwas hat, was konkret auf einen zukommt. Da weiß man meistens, was man tun muss. Also Sie unterscheiden ja erstens zwischen Furcht und Angst. Ja? Das sind zwei verschiedene Situationen, in denen zwei verschiedene Gefühle sozusagen auftreten. A. Und B, sagen Sie erstmal in Ihrem Buch ganz klar, Angst ist auch wichtig. Ohne Angst würden wir nicht überleben, weil sie uns zu bestimmten, und das ist evolutionär sozusagen in uns festgelegt, zu bestimmten Reaktionen bringt, die unser Leben schützen. Vielleicht können wir mal diesen Unterschied zwischen Furcht und Angst nochmal beleuchten. Furcht ist das Einfache. Furcht habe ich dann, wenn ich den Löwen sehe und die Tür zuknalle. Und da geht automatisch in meinem Hirn so ein Automatismus in Gang und ich finde die Lösung. Und so geht das auch allen anderen Tieren. Und wir Menschen sind etwas Besonderes. Wir haben die Fähigkeit, uns auch nur vorzustellen, dass etwas passiert. Mhm. Und dann ist diese Angst eigentlich gar nicht so unmittelbar, sondern das ist ja nur eine Vorstellung. Und das macht uns eigentlich viel mehr Angst. Es ist interessant, dass es Sprachen gibt, zum Beispiel das Englische, was diese Angst gar nicht kennt. Die haben entweder Fear oder Anxiety, also Anxiety ist Ängstlichkeit, das hat mit unserer Angst auch nichts zu tun. Und Fear ist diese richtige Furcht. Mhm. Und wenn die das ausdrücken wollen, was wir hier empfinden, dann sagen die German Angst. German Angst, ja. Weil sie gar keinen Namen dafür haben. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass das schlecht ist, sondern das heißt, dass wir ja aus einer Kultur kommen, die gewissermaßen noch nicht auf die Idee gekommen ist, dass man alles kontrollieren kann. Oder die eine Geschichte hinter sich hat, aus der sie gelernt hat, dass es eben einfach immer wieder ganz furchtbare Ereignisse gibt. Also Angst, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Herr Hütter, ist etwas, was sich in eine Zukunft richtet, die man sich vorstellt. Es kann aber auch etwas sein, das im Nachhinein nachdenkt, nämlich über die Situation der Furcht, denkt die Angst sozusagen nochmal nach und dann kommt Angst zu mir oder ich projiziere irgendwas in die Zukunft. Das heißt, es geht in die Vergangenheit und es geht in die Zukunft. Die Furcht als solche ist in der Gegenwart. Die Furcht ist immer in der Gegenwart und wenn ich jetzt mit dem Auto ins Schleudern komme und mich einmal drehe und dann stehe ich am Straßenrand, dann weiß jeder, was da los ist. Da hat man diese Schweißausbrüche, das Herz rast und jetzt fängt die Angst eigentlich erst an, weil ich mir jetzt vorstelle, mein Gott, um ein Haar wäre ich ums Leben gekommen. Also, das ist eine andere Angst, als in dem Augenblick, wo das Auto ins Schleudern kommt. Da versuche ich ja noch gegenzulenken und versuche mich aus der Situation irgendwie raus zu manövrieren. Aber dann sitze ich am Straßenrand und dann kommt es mit voller Wucht. Und was da kommt, ist jetzt nicht der Unfall, sondern die Vorstellung, was hätte jetzt alles passieren können. Also die Furcht ist eigentlich ein Zustand, in dem ich zu einer Handlung fähig bin, weil ich ganz intuitiv sofort reagiere, so gut ich kann. Und ja, die Angst ist etwas, das mich lähmt. Und jetzt wollen wir über diese Lähmung sprechen, weil das finde ich eigentlich das Interessanteste. Es ist eine Lähmung, die entsteht durch den Gedanken, dass ich entweder etwas nicht kontrollieren kann oder dass ich dieser Situation hilflos ausgesetzt bin. Also ich sozusagen keine Lösung finden kann. Ja, das ist richtig. Und das wird umso schlimmer, je geringer Ihre Vertrauensressourcen sind. Wir haben ja alle so im Laufe unseres Lebens schon ein paar Erfahrungen gemacht. Und aus den Erfahrungen wissen wir auch, dass wir in der Lage sind, die eine oder andere schwierige Situation zu meistern. Und deshalb fällt einem dann in diesem Zustand der Angst, auch wenn das nur die Vorstellung ist, fällt einem ja dann doch ein Hallo, da weiß ich doch, was ich machen muss. Und dann greift man zurück auf seine eigenen Kompetenzen
Und deshalb ist es toll, wenn in der Bevölkerung ganz viele Menschen unterwegs sind, die schon ganz viele Möglichkeiten hatten, zu lernen, wie man mit schwierigen Problemen umgeht. Das können wir nachher nochmal drüber reden, ist in unserer gegenwärtigen Gesellschaft nicht mehr sehr stark ausgeprägt. Mhm. Denn damit man lernen kann, wie man ein Problem löst, was Angst macht, muss man ja auch genug Probleme gehabt haben, die man irgendwie bewältigt hat. Also wenn Kinder alle Probleme in Form der Steine, die da im Weg liegen, von den Eltern beiseite geräumt kriegen, dann ist das zwar gut gemeint von den Eltern, aber zwangsläufig entsteht dann ein Kind, was eben nicht gelernt hat, über Steine hinwegzusteigen und die zu bewältigen. Und das wäre die erste Vertrauensressource. Wenn's, dann gibt es aber Situationen, wo man alleine auch gar nicht weiterkommt. Und dann ist die zweite so wichtig, dass man weiß, dass jemand da ist auf dieser Welt, zu dem man gehen kann und mit dem man das gemeinsam vielleicht lösen kann, weil der noch andere Kompetenzen hat. Und das ist dann dieses Vertrauen in diese Unterstützung durch andere, die wir auch brauchen. Und auch dieses Vertrauen kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Es gibt sehr viele Menschen, wenn ich die Frage habe, zu wem gehen Sie denn, wenn Sie mal ein richtig schweres Problem haben, und sagen, ich weiß es nicht, hat niemand. Und das ist dann auch furchtbar. Dann ist diese Vertrauensressource auch futsch. Und dann bleibt eigentlich nur noch die dritte, das ist eigentlich die größte. Und die lässt sich so schwer ausdrücken. Ich sage immer, das ist dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird. Es hat natürlich, unsere Religionen haben da auch Bilder geliefert, dass Gott schützend die Hand über uns hält. Und das ist aber eine ganz wichtige Ressource, weil die auch dann noch geht, wenn ich nichts kann und auch niemanden finde, dann kann ich trotzdem noch vertrauen, dass es irgendwie wieder gut wird. Und das können auch viele Menschen, aber in einer Zeit, wo sich alles nur noch um Wirtschaftlichkeit und ums Funktionieren dreht. Materialität dreht, ja. Ja, da ist natürlich so eine spirituelle Dimension kaum noch verfügbar. Mhm. Weil Sie gesagt haben, die Kinder, die etwas erfahren können oder Lösungen in Gefahrensituationen erarbeiten können selber, es ist ja nicht umsonst so, dass wir auch von diesen Helikoptereltern sprechen. Und da geht es nicht nur darum, sozusagen für Kinder gefährliche Situationen zu vermeiden, sondern es geht auch, und das spielt in Ihrem Konzept über die Angst und die Angst, den Umgang mit der Angst eine große Rolle, und zwar das Stichwort Kontrolle. Jetzt würde ich Sie fragen, Herr Hütter, Sie sind 1951 geboren, die Usche Schreiber hat es vorhin gesagt, Sie haben eine Nachkriegskindheit gehabt, Sie sind dann in den 70er Jahren in das westdeutsche Wirtschaftswunder Westdeutschland sozusagen gegangen und können das doch ein bisschen einschätzen für uns. Also Sie sind auch vor kurzem 70 Jahre alt geworden, im Februar. Sie können doch einschätzen, ob die Angst in unseren Gesellschaften eigentlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Und wenn ja, wo würden Sie das denn von zeitgeschichtlichen Eckdaten her festmachen? Ja, ich komme da immer gerne auf dieses Beispiel zurück, diese Trümmerfrauen nach dem Krieg oder die Frauen, die dann plötzlich ihre Männer verloren hatten, mit den Kindern alleine waren. Es war nichts da, es war eine schreckliche Zukunft. Die hatten natürlich Angst. Aber so eine Riesenangst hatten die auch wieder nicht, weil diese Vertrauensressourcen dann am Ende doch hinreichend gut ausgeprägt waren. Die haben sich gegenseitig geholfen, die konnten auch eine ganze Menge und viele hatten auch dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird. Und wenn diese Vertrauensressourcen nicht hinreichend ausgebildet sind, dann bleibt eigentlich immer nur dieser ständige Wunsch, man will dann alles kontrollieren. Mhm. So. Und das ist natürlich dann schwierig. Ich habe, wenn ich das jetzt so im Nachhinein anschaue, ich bin in einem Unterdrückungssystem groß geworden. Also da wird Herrschaft durch Unterdrückung gesichert. Und das führt dazu, dass man sich wehren lernt. Und da kann ich mich noch sehr gut erinnern an viele Beispiele, wo ich dann jede Gelegenheit benutzt habe, um dem zu entkommen, wo ich mich gewehrt habe, auf subtile Art und Weise das System hintergangen habe. Auf alle Fälle hat es mich sehr gestärkt. Und deshalb kann man sagen, dass Unterdrückungssystem die Leute eigentlich lernen, mit solchen schwierigen Situationen fertig zu werden. Als ich im Westen gekommen bin, und jetzt hat sich das eigentlich immer weiter verdeutlicht, habe ich gemerkt, hier ist nicht mehr Herrschaftssicherung durch Unterdrückung, sondern hier wird Herrschaft durch Verführung gesichert. Und das Beste, wie man Menschen verführen kann, ist, indem man ihnen Angst macht. Und dann ist das auf einmal, wenn man es einmal so rum anschaut, da ist das omnipräsent, wo immer sie hingehen. Das geht im Elternhaus los, da wird dem kleinen Mädchen gesagt, wenn du dir nicht die Zähne putzt,
fallen dir die Zähne raus, den Jugendlichen wird gesagt, wenn du dich nicht langsam in der Schule anstrengst, wird aus dir nichts. Den Frauen wird erzählt, sie müssten jetzt unbedingt diese Schönheitscreme nehmen, diese Faltencreme, damit sie dann nicht wie eine schrumpelige Frau aussehen. Haarwasser, alles, also alles, was hier verkauft wird, wird verkauft, indem den Leuten Angst gemacht wird, wenn sie das nicht nehmen, klappt es nicht. Naja, das klappt es nicht. Genau, man kann das klappt es nicht, kann man ja noch ein bisschen genauer jetzt sagen. Und zwar wird gesagt, dann wirst du isoliert, dann fällst du aus der Gemeinschaft raus. Dann ist das diese drei Schritte, die Sie vorhin genannt haben, also das Glauben an die eigene Kompetenz, das sich verlassen auf die Gemeinschaft, zu der ich dazugehöre, und dann von mir aus noch das Gottvertrauen, nennen wir es mal Gottvertrauen, so ganz altmodisch, ja, dass diese drei Sachen dann wegfallen. Also wenn du dir nicht die Falten wegoperieren lässt, dann bist du eben nicht im Kreis der Bewundernswerten oder der Liebenswerten, ja, oder so. Ja, also ich will damit sagen, dass ihr System, das greift einfach sowohl theoretisch als auch bei ganz praktischen Fragestellungen, die wir uns stellen würden, weil es ganz tief an die Wurzeln geht, nämlich dessen, warum tun wir was und unter welcher Motivation tun wir das. Und wenn ich Sie gefragt habe, was würden Sie zeitgeschichtlich sozusagen für einen Punkt festmachen, dann kann ich für mein Leben sagen, ich kann mich an einige Sachen erinnern. Das war der Ölschock 1974 zum Beispiel. Da war ich, weiß ich nicht, 9 Jahre alt oder so, ja, oder 73. Dann kann ich mich erinnern, was einen großen, ich hatte so eine Erfahrung, als Tito gestorben ist, hat die österreichische Armee an der Südgrenze mobilisiert, also von Österreich nach Jugoslawien damals noch. Das waren so Erfahrungen. Oder zum Beispiel, ich erinnere mich sehr gut noch an das Jahr 2001, sogenanntes 9/11, also 9/11, der 11. September 2001. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, wie sich das in Bildern umgesetzt hat, nämlich dass in ganz Europa die Fernsehanstalten diese Jingles hatten, War to Terror, ja, Krieg dem Terror. Und das nenne ich jetzt einfach mal so. Also wir sind sozusagen schon, ist es Zufall, ist es Absicht, ist es nur eine falsche Reaktion auf eine Notsituation oder ist es geplant und gewünscht? Ich könnte es nicht entscheiden. Ich wüsste es nicht, was ich darauf sagen sollte. Aber ich halte das jetzt mal fest, dass wir sozusagen immer wieder so Punkte gesetzt bekommen haben. Es war sicherlich auch die Tsunamis von 2006, waren sicherlich auch so, was das Klima zum Beispiel betrifft, mal so ein Punkt, wo wir mit so einer kollektiven Angst konfrontiert waren und eigentlich auch immer noch sind. Das meinte ich jetzt mit zeitgeschichtlichen Punkten, wo wir es festmachen könnten. Ja, und dann wissen Sie aber auch, dass Sie eigentlich nicht vor dem Tschernobyl Angst hatten oder vor den Terroristen, genau, sondern Sie haben Medien benutzt. Und diese Medien haben die Dinge so dargestellt, dass das wirklich hinreichend viel Angst macht. Und das ist das ureigenste Geschäft von Medien. Also jedenfalls dann, wenn sie auf Einschaltquoten angewiesen sind. Mit nichts kann man Menschen besser bei der Stange halten, als indem man ihnen schreckliche Dinge vorführt. Das ist ja der Grund, weshalb wir heute eine Medienlandschaft haben, wo nur noch Leute umgebracht werden und wo nur noch schreckliche Sachen passieren. Das fesselt die Menschen, das ist ein Automatismus des menschlichen Hirns, dass wir uns natürlich Dinge anschauen, die ganz gefährlich aussehen, weil wir lernen wollen, wie wir da entkommen. Und jetzt werden wir mit solchem Zeug zugeballert. Und das Ergebnis davon ist, dass wir auch diese Angst in uns tragen und sie uns auch gar nicht mehr verlässt. Und dann ist immer der erste Ruf, der dann kommt, wir müssen es kontrollieren. Wir müssen unsere Häuser noch besser abschließen. Wir müssen noch mehr Terroristen einsperren. Wir müssen also viel wachsamer sein. Und wir müssen am Ende ein Virus besiegen. Ja, wunderbar. Und das kann man machen, eine Zeit lang lässt sich was kontrollieren und es ist ja auch richtig, ich kann Gegenstände kontrollieren, mein Auto und ob es zugeschlossen ist oder das Haus und den Ofen, aber was lebendig ist, lässt sich nicht kontrollieren, das haben wir noch nicht gelernt, das ist vielleicht eine große Lektion, die wir jetzt lernen müssen, dass das, was lebendig ist, sich immer wieder verändert. Dass sich das immer wieder, das hat sowas wie ein Eigenleben. Und wenn man das versucht festzuhalten, ist es schon wieder was anderes. Und so geht es uns jetzt. Also es ist ja schon verrückt, dass uns ein Virus lehren muss, dass wir nicht die Beherrscher des Lebendigen sind. Mhm. Und viele Menschen können sich damit nicht abfinden und sind natürlich froh, wenn sie jetzt
gesagt bekommen, wir schaffen das und das wird schon und wir müssen nur alle die Regeln einhalten und müssen alle geimpft sein. Ich weiß nicht, was passiert, wenn im Herbst dann plötzlich sich herausstellt, dass die Impfungen doch nicht helfen und dass das Virus schon wieder eine neue Variante gebildet hat und das Ganze mehr oder weniger umsonst ist. Wollen wir dann ewig so weitermachen oder wie soll das gehen? Also die Grundthese Ihres Buches ist ja, dass es nicht darum geht, dass wir unsere Ängste verdrängen oder sie gar loswerden oder abschaffen oder, das hat man ja früher auch zu Kindern gesagt, du musst deine Ängste bewältigen, ja? Kann mich auch noch erinnern an diesen Satz von meinem Vater, sondern Sie sagen, die Ängste müssen wir wahrnehmen, damit wir das Leben bewältigen können. Wenn wir jetzt nochmal diese Mediensituation ansprechen, ja, die wir jetzt frei jeder Verschwörungstheorie einfach mal nur analysieren, und da sind wir ja nicht die Ersten damit, also das haben ja vor uns schon viele andere getan, was bedeutet das dann in Bezug auf Ihren Satz, die Ängste müssen nicht bewältigt werden, sondern wir haben sie, damit unser Leben geschützt ist und wir mit Situationen umgehen können? Was können wir denn mit diesen Medien, die uns so viel Angst machen, tun, zum Beispiel? Also wenn wir sagen, die Angst will uns etwas mitteilen, dass irgendwas nicht stimmt, dann könnte man zum Beispiel auch auf die Idee kommen, nicht zu glauben, dass die Bedrohung, die über die Medien berichten, das entscheidend ist, sondern dass die Art der Berichterstattung das entscheidend ist. Und dann könnte man versuchen, sich das mal genauer anzugucken, was die da eigentlich erzählen. Und dann würde die Angst, die man hat, einem helfen, genauer hinzugucken, was man ja sowieso macht, wenn man Angst hat. Aber man würde nicht auf das Virus schauen und positiven Testergebnisse, sondern man würde darauf schauen, wie wird denn das hier mitgeteilt? Auf welche Weise werden diese Ergebnisse, die da sind, in die Öffentlichkeit getragen? Und ja, da steckt kein Verschwörungstheoretiker dahinter, sondern das ist das ureigenste Geschäft der Medien. Die brauchen immer Sensationen. Die müssen immer Angst machen, weil dann kommen die Leute und schalten immer häufiger ein. Und könnte man dann auch sagen, Herr Hüther, nun sind Sie ja ein Wissenschaftler, dass es auch immer schon das ureigenste Geschäft der Wissenschaft sein sollte oder gewesen ist oder vielleicht nicht mehr ist oder nie war, diese Situationen durch die wissenschaftliche Expertise abzuschwächen? Also sozusagen diese Angstsituation zu beheben, indem man, weil wir haben vorhin von den Experten gesprochen, die wir zu Rate ziehen und an die wir uns wenden, an die wir uns halten. Das ist ja gerade eine große Diskussion auch, nicht nur in Deutschland, ich sage jetzt mal Droste gegen den Rest der Welt, sondern auch in Österreich. Also was ist da die Funktion der Wissenschaft Ihrer Meinung nach, weil Sie haben ja dieses Buch auf wissenschaftlicher Basis geschrieben. Ja, und ich kann es auch nur aus dieser Perspektive darstellen, die ich kenne und wo ich mich auskenne, das ist diese Hirnforschung und da habe ich ja lange genug auch an dem Thema Angst und Entstehung von Angst und Bewältigung von Angst gearbeitet. Dort habe ich eine Expertise. Und so geht es allen anderen Wissenschaftlern auch. Da gibt es welche, die kennen sich mit Viren aus und da gibt es welche, die kennen sich mit diesem und jenem aus. Und das Problem, was wir haben, ist, dass es keinen mehr gibt, den man fragen könnte, der den Überblick hat. Die Wissenschaft hat sich so vereinzelt und hat sich so spezialisiert, dass wir eigentlich nicht mit Wissenschaftlern reden, wenn wir die in den Medien vorgeführt bekommen als Experten, sondern wir reden mit Spezialisten. Also wenn ich ein anderes Wort verwende, Fachidioten. Aber gleichzeitig ist es doch so, Herr Hüther, dass es in dieser ganzen Diskussion nehmen wir jetzt einmal das Virus her, es sowas wie eine behauptete Wahrheit gibt und eine behauptete Unwahrheit. Also das sind dann die Corona-Leugner oder die Corona-Befürworter oder das sind dann die, die wissen, wie es geht und dann die anderen, die es gar nicht wissen, wie es geht. Warum, was hat das wiederum mit Angst zu tun und mit Umgang von Angst, wenn wir eine Situation herstellen, in der eine wie auch immer zusammengefügte Mehrheit behauptet, wir wissen, wie das geht. Oder eine Minderheit behauptet, wir wissen, wie es geht. Wir wissen ja nicht mal mehr, wer Minderheit und wer Mehrheit ist. Nein, aber es gelingt ja über, also die Politiker waren ja auch in einer schwierigen Situation, als die Medien behauptet haben, das ist jetzt ganz furchtbar, oder berichtet haben, wie furchtbar es sei, in Bergamo oder Bergamo zum Beispiel, ja. So, und dann müssen die Politiker ja reagieren. Die sind plötzlich unter Zugzwang. Und was sollen die jetzt machen? Die kennen sich mit so einem Virus auch nicht aus. Und da wäre ich wahrscheinlich auch in Versuchung gekommen, jetzt einen Virologen zu fragen, damit ich von denen ordentlichen Rat kriege. Leider kennen sich aber die Virologen in erster Linie mit Viren aus
aber nicht mit der Ausbreitung von Epidemien. Also hätte ich eigentlich noch einen anderen fragen müssen, Epidemiologen. Und dann hätte ich noch einen Immunologen fragen müssen, weil ich doch weiß, dass immer zwei dazugehören. Es ist der Erreger, aber es ist auch die körpereigene Abwehr. Also hätte mir der Immunologe auch noch was sagen müssen. Und von dem Immunologen hätte ich gehört, dass das Schlimmste, was überhaupt passieren kann und was die körpereigene Abwehr ruiniert, Angst ist und Stress. Das heißt, dann hätte ich irgendwas suchen müssen als Politiker, wenn ich den Immunologen auch mitgehört hätte, dass die Angst nicht zu groß wird, dass man den Menschen hilft. Und dann hätte ich denen auch nicht versprochen, das haben wir jetzt schnell besiegt, weil ich hätte wissen müssen, wenn ich noch einen Biologen gefragt hätte, dass man Viren nicht besiegen kann. So, und dann hätte man plötzlich eine ganz andere Ausgangsbasis gehabt. Aber die Öffentlichkeit war schon so verunsichert und so in Angst getrieben, dass die einzige Sehnsucht war, jetzt bitte eine klare Linie und jetzt wollen wir bitte, dass das schnell wieder aufhört. Und bitte, Politiker, macht das und wir leben in einer Demokratie. Und wenn Mehrheiten fordern, dass jetzt ganz schnell, bevor dieses und jenes gemacht werden soll, dann muss das ein Politiker machen, sonst ist er abgewählt. Das hat Ihr Herr Kurz gemacht, genauso wie unsere Frau Merkel und alle anderen Beteiligten. Wir reden ja von Wegen aus der Angst und einen ganz wichtigen zentralen Punkt in Ihren Theorien, um Wege aus etwas zu beschreiben, ist die Plastizität unseres Gehirns. In Ihrem zweiten Buch Lieblosigkeit macht krank, auch von existenzieller Bedeutung, wie ich denke, weil Sie in dem Buch sagen, dass diese Zurichtungs- und Zuschneidungs- und Dressurakte, die wir Kultur und Zivilisation nennen und dies auch sind, ja, dass diese Akte und das Lernen, wie wir uns als Menschen entwickeln wollen, sehr viel mit der Plastizität unseres Gehirns zu tun hat. Also, dass wir Auswege finden aus etwas, dass wir uns weiterentwickeln. Wie könnte jetzt im schönsten Falle, ja, wir lassen jetzt mal die Medien bei der Seite, wir lassen mal irgendeine Art von, irgendwer hat was von irgendwas und deswegen will er so und macht das so, die einen wie die anderen, lassen wir alles weg und reden nur mal jetzt von dem, wie diese Angst, die uns jetzt seit über einem Jahr kollektiv in Europa und in der ganzen Welt in Schach hält, so weit, dass wir bereit sind, zum Beispiel auch unsere Nachbarn zu denunzieren. Ich meine, also diese Angst macht bereit zu etwas. Wie wirken da jetzt die Plastizität meines Hirns, meiner Absicht, etwas anders zu machen und diese Einwirkung dieser Realität auf mich zusammen? Ich glaube, das ist die wichtigste Entdeckung, die die Hirnforschung überhaupt gemacht hat, dass wir ein Hirn haben, was zeitlebens umbaufähig ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie neue Erfahrungen machen, wenn sich irgendwas in Ihrem Leben ändert, dann werden wirklich auch neue Verschaltungen im Hirn aufgebaut. Da entstehen neue Kontakte und dann haben Sie eine Erfahrung gemacht und die ist dann strukturell in Ihrem Hirn verankert. Das heißt aber auch, dass wir das ganze Leben lang in solchen Umbauprozessen drin sind und dass wir niemals richtig fertig sind. Man könnte auch sagen, wir kommen als Kinder zur Welt und wissen nicht, wie das Leben geht. Und der Rest des Lebens besteht dann darin, dass wir herauszufinden versuchen, wie es gehen könnte. Und wenn man so als Suchender unterwegs ist, und das unterscheidet uns eben von den Tieren, die haben festgefügte Verhaltensprogramme, denen braucht niemand zu sagen, wo es lang geht. Wenn man ein Suchender ist wie wir, dann ist man ständig in Gefahr, dass man sich verirrt. Und zwar, das kennen wir auch, als Einzelner kann man sich furchtbar verirren und man kann sich auch als ganze Gesellschaft verirren. Und das kennen wir ja auch aus der Geschichte, dass ganze Kollektive und ganze Gemeinschaften und Gesellschaften sich da hoffnungslos verrannt haben. Und die große Kunst besteht dann einfach darin, und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, dass wenn man das weiß, dass man sich verirren kann, dann muss man sehr aufmerksam aufpassen und rechtzeitig erkennen, wenn das Ganze in eine Entwicklung geht, wo man merkt, hallo, hier geht es nicht mehr weiter. Und das heißt, man müsste gucken, dass man wach bleibt, anstatt in die Angst und in die Panik zu kommen, die dann auf einmal das Hirn ausschaltet. Sie können ja, wenn Sie richtig Angst haben, können Sie ja gar nicht mehr richtig aufpassen, da können Sie ja gar nicht mehr richtig denken. Das wissen wir ja alle, dann reagieren Menschen kopflos, so nennt man das dann auch. Mhm. Und das sind diese hochkomplexen Vernetzungen im Hirn, die wir brauchen, um vorausschauend zu denken, um die Folgen von irgendwas abzuschätzen.
die sind gewissermaßen so durcheinander, dass man damit nicht mehr arbeiten kann. Und dann wird es immer primitiver, dann kommt immer einfacheres Zeug raus. Und so kommen wir dann in solche Handlungsmuster, die wir im Augenblick sehen, wo man sich fragt, das hätten wir doch gedacht, dass wir das längst überwunden hatten. Mhm. Und die Antwort auf diese Frage, wie es dann gehen könnte, heißt, wenn man sich verirrt hat, gibt es immer ein wichtiges Signal, dass man sich verirrt hat. Nur das muss man dann auch wahrnehmen und nicht bekämpfen. Und dieses Signal heißt, ich kriege Angst. Mhm. Ja, und dann müsste ich stark genug sein, dass ich nicht in die Panik komme, sondern dass ich die Angst liebevoll in den Arm nehme und sie frage, du liebe Angst, warum bist du jetzt gekommen? Was willst du sagen? Genau. Und ich dachte mir, das wäre jetzt, bevor ich jetzt über die Angstmacher nochmal sprechen möchte mit Ihnen, würde ich gerne über das nochmal ganz kurz nachdenken. Wenn wir mal gucken, was liegt denn so ganz unten drunter bei dieser Angst, die jetzt durch diese Präsenz dieses Viruses ausgelöst wurde, ja? Es gab jetzt diese Videos der deutschen Schauspieler, die sich sozusagen über die Maßnahmen, Corona-Maßnahmen Gedanken gemacht haben und versucht haben, das künstlerisch auszudrücken. Und da hat Tukur zum Beispiel ein Gedicht über die Angst vor dem Tod vorgetragen. Ja? Und das hört man auch immer wieder. Ist es eigentlich die Angst vor dem Tod oder ist es die Angst vor dem sozialen Untergang Europas? Oder also was für Motive vermuten Sie hinter dieser Angst, die ermöglicht wurde durch die Benennung eines Viruses, das nun plötzlich da ist, als hätte es vorher nie Virusse in unserem Leben gegeben. Ja? Was liegt darunter? Das hängt damit zusammen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns alle gegenseitig einreden, es sei alles kontrollierbar. Am Ende wollen wir auch noch den Tod sozusagen beherrschen und kontrollieren. Und das geht nicht. Da haben wir uns verrannt. Das ist schon seit einiger Zeit ein Irrweg, auf dem wir da unterwegs sind. Mit dem Ergebnis, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, wo sehr viele Menschen glauben, alles sei kontrollierbar, alles sei beherrschbar. Das ist, wenn man es ein bisschen übertreibt, eine Art Machbarkeitswahn, dem wir da verfallen sind. Und jetzt kommt so ein Virus und erinnert uns daran, dass das nicht geht. Dass man sich auch dazu entschließen kann, das Leben in seiner Unkontrollierbarkeit anzunehmen. Das ist ja auch der Untertitel Ihres Buches, ich sage es gerade nochmal, Wege aus der Angst, über die Kunst. Sie nennen es sogar eine Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen. Und ich würde mal behaupten, dass dieser Untertitel sich auch in religiöser, spiritueller, meditativer Literatur finden könnte. Auch dort könnten wir auf so eine Art von Titel stoßen. Ja, das glaube ich auch, dass das passieren kann. Aber dazu ist das, was im Buch steht, eben doch sehr konkret und naturwissenschaftlich begründet. Und dennoch glaube ich, dass wir aus dieser naturwissenschaftlichen Perspektive eben doch nur die halbe Wahrheit erkennen und dass wir sogar durch diese wissenschaftlich-technische Revolution, die wir jetzt seit der Aufklärung hinter uns haben, auch ein bisschen durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse verführt worden sind. Wir könnten das Leben kontrollieren. Und so sind wir doch auch unterwegs, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Wir züchten die Schweine so, wie sie uns gefallen. Wir holzen den Regenwald ab, wie es uns passt. Und jetzt geben wir auch noch her und machen eine Genschere, damit wir auch noch die genetischen Anlagen so verändern können, wie es uns gefällt. Das ist ja eine Situation, wo der Mensch als lebendiges Wesen sich anmaßt, das Leben zu beherrschen. Mhm. Und ich vergleiche das manchmal, was uns da im Augenblick hier passiert, mit so einer Art zweiter kopernikanischer Wende. Also Sie wissen ja, wir haben damals vor 300 Jahren, haben die noch geglaubt, die Erde ist eine Scheibe, Rom der Mittelpunkt und die Sonne dreht sich um die Erde. Das haben alle geglaubt. Das haben auch die Wissenschaftler geglaubt. Und da hat sich keiner an den Rand der Welt gewagt, bis Kolumbus gekommen ist oder so ein paar ganz Mutige, weil die alle in dieser Enge gefangen gewesen sind. In diesem Weltbild hat sich alles abgespielt. Und wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, kann es ja sein, dass es uns jetzt wieder so gegangen ist. Nur jetzt glauben wir nicht, die Erde ist eine Scheibe und oben der Mittelpunkt der Welt, obwohl es welche geben mag, die das immer noch denken, sondern jetzt glauben wir können das Leben beherrschen. Mhm. Wir seien das Zentrum des Lebendigen und wir könnten uns das Leben untertan machen. Mhm. Ich bitte Sie, das ist eine Hybris. Und da braucht es irgendein Korrektiv. Und wenn wir das aus uns selbst nicht finden, dann lehrt uns das Leben.
dass das Leben nicht zu kontrollieren ist. Und das ist eine wunderschöne Einsicht. Das bringt einen dann in so eine Haltung der Demut. Jetzt komme ich Albert doch, Schweitzer hat das schon mal gesagt, Ehrfurcht vor dem Leben. Das, ja, genau das wär's. Jetzt komme ich doch mal ganz kurz noch mal zu den Angstmachern, deshalb, weil mir doch scheint, dass die im Moment gerade so Hochkonjunktur haben und bestimmte Strategien benutzen, um Hochkonjunktur zu haben. Und dass es vielleicht auch sinnvoll ist, sich mal zu überlegen, wer hat denn was davon, wenn ich Angst habe. Und jetzt darf ich mal kurz aus Ihrem Buch zitieren, Herr Witter. Darf ich mal kurz eine Passage vorlesen? Gerne. Ja? Am leichtesten geht das Angstmachen. Entschuldigung, am leichtesten geht das, indem Angstmacher Misstrauen und Zwietracht sehen, indem sie anderen einreden, jeder sei seines eigenen Glückes Schmied und die Selbstsucht, der Neid und die Gier seien genetisch in allen Menschen angelegt. Wer davon überzeugt ist, dass er sich deshalb allein durchschlagen muss und niemandem vertrauen darf, wird dann noch alles tun, um sein eigenes Leben zu retten. Und Sie gehen da noch weiter. Und natürlich, wenn ich das lese, sage ich, ach so, das habe ich gedacht, als der Neoliberalismus aufkam. Also bei uns in Mitteleuropa so mit der sogenannten Wende, würde ich sagen, obwohl das schon viel früher natürlich vorbereitet war. Also dass man herumgelaufen ist und gesagt hat, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten und jeder ist seines Glückes Schmied eben. Das kam noch dazu oft sogar aus einem Mund von Menschen, denen man das nicht zugetraut hätte, Tony Blair, Gerd Schröder und so weiter. Also diese, und dann schreiben sie, die perfideste Strategie, anderen Menschen Angst einzujagen und sie dazu zu bringen, alles zu tun, was ihnen gesagt und von ihnen verlangt wird, beherrschen nur ganz besonders durchtriebene Profiteure der Angst. Jetzt komme ich zu der Frage cui bono und dann geht es so weiter. Also die Leute, die am meisten da zu beeindrucken sind, sind sehr verantwortungsbewusste Personen, die sich gern um andere Menschen kümmern und die bereit sind, alles Mögliche dafür zu tun, damit die ihnen nahestehenden Personen keinen Schaden erleiden, keine Schmerzen ertragen oder gar sterben müssen. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt in den letzten Monaten von sehr, sehr wirklich herzensguten Menschen gehört habe. Ich gehe nicht zu meiner Oma, weil ich will sie nicht anstecken und ich bleibe fern. Ja, sie ist einsam, aber ich will nicht, dass sie stirbt an Corona, als Beispiel jetzt. Ja? Also sozusagen das sind eigentlich die Menschen des europäischen Sozialstaates, die mit dem aufgewachsen sind, die so viel Verantwortung übernehmen, dass sie jetzt seltsamerweise für diese Angstmache das gefundene Fressen sind. Das ist doch interessant. Das ist doch unglaublich interessant. Politisch jetzt. Ich kann jetzt nicht vom Hirn reden, aber politisch gesehen, soziologisch gesehen, ist das doch wahnsinnig spannend. Ja, weil man da plötzlich moralisch wird. Man kann das jetzt moralisch bekunden. Man kann sagen, wenn du dich nicht impfen lässt, bist du asozial. Oder es ist ein Akt der Nächstenliebe, sich impfen zu lassen. Wunderbar. Dann ist der sich nicht impfen lassen will, aus was für Gründen auch immer, ist auf einmal ein Schmarotzer, der auf Kosten dieser Gesellschaft lebt. Einer, der nicht mit der Maske überall rumläuft, ist einer, der sich nicht an das hält, was allen dient. Und das ist dann eine sehr schwierige Situation. Da sind wir nicht mehr weit weg von einer Art von Gesundheitsterror, wo mit dem Stichwort, es dient unserer Gesundheit, so ziemlich alles gerechtfertigt werden kann, wozu man Menschen dann bewegen kann. Und dann fangen die auch an, natürlich, weil sie Angst haben, machen das so. Und für die ist jeder, der das nicht macht, eine Bedrohung. Das ist doch klar, dass denn diese Mehrheit derjenigen, die das macht, diese Minderheit, die das nicht mitmachen möchte oder die da zumindest noch einige Fragen hat, ausgrenzt, mit denen nichts zu tun haben will und die diffamiert. Das war schon immer so. Also was Corona jetzt macht, bringt es nur alles noch viel deutlicher ans Licht. Also alles das, was jetzt zutage tritt, war schon immer da. Wir haben es noch nicht gesehen. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich hier in meinem hessischen Bergland so viele Menschen um mich herum habe, die andere anzeigen, weil sie gesehen haben, dass die da mit irgendwelchen Freunden zu Hause eine kleine Party machen. Unglaublich. So, und schon indem ich das sage, muss ich mir überlegen, ob sie es sagen dürfen. Ist, dass ich das sage, ob ich das überhaupt sagen darf, weil das hört sich ja so an, als wäre ich vollkommen damit einverstanden, dass ganz viele Menschen an Corona sterben, weil sich keiner dran hält. Und dann merken Sie, was das für ein Widerspruch ist und wie schwer das ist, damit zurechtzukommen,
Und da gibt es nur ein einziges Mittel, um das überhaupt alles auszuhalten. Und deshalb habe ich eben dieses zweite Buch geschrieben. Genau, und auf das kommen wir jetzt zu sprechen. Sie müssen unendlich stark sein. Mhm. Also Menschen, die schwach sind, die Bedürftige sind, die immerzu umherlaufen und nicht wissen, wie was geht, die keine Freunde haben und die an nichts glauben, das sind einfach schwache Menschen und die bläst jeder Windhauch um wie ein Strohhalm. Und deshalb geht es darum, und dann dachte ich, das sei einfach dann notwendig in dieser Situation, nachdem ich das über die Angst so dargestellt hatte, dass ich mich nochmal hinsetze und mich frage, hey, gibt es denn nicht irgendetwas, was Menschen stärkt? Mhm. Und dann habe ich das dann auch gemerkt, ja, es gibt etwas, und das wäre, dass ein Mensch anfängt, sich zu fragen, ob das, was er tut, ihm auch wirklich gut tut. Also etwas liebevoller zu sich selbst zu sein. Und das kann man überall, das ist relativ einfach. Und das bringt Menschen dann plötzlich in eine eigenartige Kraft. Die haben die häufig vorher gar nicht gekannt. Menschen, die liebevoll mit sich selbst umgehen, erleben sich ja plötzlich wieder als Gestalter ihres eigenen Lebens. Jetzt sind sie das, die bestimmen, ob sie sich diese blöde Fernsehdiskussionssendung noch angucken wollen oder nicht. Jetzt sind sie es, die dann einfach den Krimi am Abend abschalten, weil sie wissen, das tut mir nicht gut, ich kann da nicht gut schlafen. Auf einmal bestimmen die wieder, was sie essen und was sie nicht essen wollen und kaufen sich nicht zwanghaft jedes Mal, wenn sie beim Bäcker vorbeikommen, da ihr Stückchen süßen Kuchen. Wer liebevoll mit sich umgeht, der tut eigentlich auch nichts mehr, wo er ein schlechtes Gewissen haben muss. Das hat mit Egoismus gar nichts zu tun. Liebevoll mit sich umgehen heißt auf seine eigenen lebendigen Bedürfnisse hören, wieder auf die Signale aus seinem eigenen Körper hören und sich wieder mit sich selbst verbinden. Und damit verbindet man sich mit dem Lebendigsten, was es überhaupt auf dieser Welt für einen Menschen gibt. Und das ist nicht der Wald und auch nicht die Katze, sondern das ist er selbst. Mhm. So, und wenn Menschen sich so auf diese Weise wieder mit sich selbst verbinden und wieder zu Gestaltern ihres eigenen Lebens werden, dann mögen die sich auch auf einmal wieder. Und dann sind die nicht nur zu sich liebevoll, sondern die sind von ganz allein auch zu anderen liebevoll, auch zu ihren Kindern, auch zu Ehepartnern oder Nachbarn. So, und dann merkt man plötzlich, wow, wenn einer nicht liebevoll ist, dann heißt das ist ein Zeichen, dass er sich selber nicht mag. Mhm. Der ist mit sich selber nicht zufrieden und gar nicht im Reinen. Denn einer, der nicht liebevoll zu sich selbst sein kann, der kann auch nicht liebevoll mit jemand anders umgehen. Und das fängt dann an, wirklich sehr interessant zu werden, weil solche Menschen, die liebevoll mit sich selber umgehen und auf diese Weise in ihre eigene Kraft kommen, die lassen sich jetzt auch um drei Teufelsnamen nicht mehr wie die aufgescheuchten Hühner über den Hof jagen. Wissen Sie, mir geht es so, Herr Hütter, wenn ich das ehrlich sagen darf, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass jedes Wort, das Sie sagen, stimmt. Aber wenn es um die Umsetzung geht, dann weiß ich nicht, ob sozusagen diese Worte zu sagen, sei liebevoll mit dir selber, dann geht es dir besser in deinem Leben, ob das so funktionieren kann. Ich habe mir dann überlegt, ja gut, wie kann man das denn in einer Gesellschaft umsetzen? Ja? Da ist also jetzt einer, der ist wirklich eingespannt, also Menschen in allen Lebenssituationen eingespannt zwischen Geld verdienen, Wohnung bezahlen, Kinder gute Ausbildung geben, attraktiv bleiben für wen auch immer und so weiter und so fort. Wir kennen ja diese ganzen Anforderungen. Und wie soll denn so eine Erkenntnis, jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf die Plastizität des Gehirnes, die das überhaupt ermöglicht, dass wir uns verändern können, was ja schon fast eschatologisch ist, wenn man möchte, also eine Heilsversprechung, ja, die Plastizität unseres Gehirns. Aber wie kann denn ein Mensch das schaffen, der halt ja, in einem Kontext ist, der ihn mehr oder weniger, sagen wir mal, auch zwingt, in dieser Geschwindigkeit, in diesem Zwang, in dieser Enge sein Leben zu gestalten, weil er, weiß ich nicht, sehr wenig Geld verdient, wenig Bildung hat und so weiter und so fort. Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Ja, wenn ich liebevoll mit mir umgehe, dann frage ich mich auch ab und zu mal, was denn jetzt wirklich tatsächlich wichtig ist von den vielen Dingen, die ich auch noch machen will. Und dann frage ich mich auch, ob es überhaupt möglich ist, andere Menschen zu verändern. Also meinen Ehepartner oder meine Kinder oder meine Eltern oder meine Nachbarn. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dann fällt mir das auch ein, dass ich einfach hier vollkommen in die Irre laufe. Ich kann keinen anderen Menschen verändern.
Ein Mensch kann sich nur selbst verändern. Mhm. Das wird er nur dann tun, wenn er das will. Genau, und ich frage jetzt nach der konkreten Umsetzung, weil dann frage ich mich ja, soll das über Therapie gehen oder soll das über, hat der Sozialstaat da eine Funktion? Oder, oder wie funktioniert das aus der Sicht des Gehirnforschers? Der andere muss das wollen. So, und da können Sie nichts weiter machen, als ihn einladen, ermutigen und inspirieren. Und wenn ich dann ein Buch schreibe, Lieblosigkeit macht krank, dann ist das eine sehr liebevolle Einladung, sich nochmal Gedanken zu machen, wie lange man noch so weitermachen will, bis man nämlich dann irgendwann an der eigenen Lieblosigkeit krank geworden ist. Und das steht ziemlich gut in diesem Buch drin, wie das funktioniert und warum dann die Selbstheilungskräfte außer Gefecht gesetzt werden und man dann über kurz oder lang zwangsläufig an irgendwas krank wird, wenn man so lieblos mit sich selbst umgeht. Man hört ja die eigenen aus dem Körper kommenden Signale gar nicht mehr. Man stillt seine lebendigen Bedürfnisse nicht mehr. Man funktioniert nur noch wie im Hamsterrad. Und da ist es nur eine Frage der Zeit, wann da irgendein Organ oder irgendein Teil im Körper kaputt geht und den Geist aufgibt. Also die erste Strategie heißt, dann versuchen wir den Leuten mal zu erklären, dass es eigentlich sehr attraktiv sein könnte, liebevoll mit sich selber umzugehen. Dann bräuchten sie nicht mehr so viel Geld für ihr Wellnessprogramm zu bezahlen und bräuchten auch nicht mehr zwanghaft überall rumzurennen, um sich fit zu halten, sondern es würde vielleicht schon reichen, wenn sie einfach ein bisschen liebevoller zu sich selbst wären. Das ist die erste Strategie. Und die zweite heißt, wir können doch auch mal versuchen, andere Menschen einfach darauf aufmerksam zu machen und ihnen zu erlauben, dass sie es dürfen. Und da habe ich gemerkt, wenn ich anderen Menschen sage, du könntest auch ein bisschen liebevoller zu sich selbst sein, dann kommt so eine Antwort, die heißt, das darf ich nicht. Nächstenliebe, erstmal die Nächstenliebe und dann kümmere ich mich um mich. Das ist natürlich auch ganz tief verwurzelt. Das darfst du, ganz tief verwurzelt hat uns die Kirche angetan, glaube ich, die diesen wunderschönen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so rumgedreht hat, dass man eigentlich immer den anderen lieben soll. Aber wer sich selbst nicht liebt, kann eben auch keinen Nächsten lieben. Und deshalb haben wir dann diese Initiative gegründet, haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach mal so eine Website und laden Menschen ein, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und dann bin ich also bis heute noch völlig überrascht davon, was da passiert ist. Die Seite war vielleicht 2 oder 3 Wochen, die ist noch nicht so lange online. Da haben sich, ich glaube, inzwischen 7.000 Leute angemeldet und sind Mitglied dieser Initiative geworden, obwohl sie dafür gar nichts kriegen. Also was sie da gemacht haben, ist, die haben ein Bekenntnis abgelegt vor anderen und vor sich selbst, mit dem sie sagen, ich möchte zu denen gehören, die liebevoller mit sich selbst umgehen. Und das widerlegt ihre Argumente, dass Menschen nicht so eine Sehnsucht hätten und dass sie dann vielleicht auch gar nicht wüssten, wie es ginge. Es waren natürlich eher rhetorische Argumente, möchte ich jetzt sagen, einfach nur, damit sie genau das sagen, was sie gesagt haben, weil ja viele Menschen, und das sind wir wieder bei der Machbarkeit, immer danach fragen, ist ja schön, was der Herr Hüther schreibt, aber wie geht das denn dann? Das bildet der sich ja nur ein, im praktischen Leben kann man das nicht umsetzen. Ja, und dann sage ich, und schauen Sie mal, wenn Sie jetzt im Gefängnis säßen, in Ihrer Zelle, haben Sie auch 2 Möglichkeiten. Sie können mit dem Kopf gegen die Wand rennen, es ändert nichts. Oder sie setzen sich auf ihre Pritsche und überlegen sie sich, was sie in dieser misslichen Situation und unter diesen furchtbaren Bedingungen tun könnten, was ihnen selbst gut tut. Und wenn sie auf die Idee kommen, mit sich selbst im Kopf Schach zu spielen, also irgendwas wird einem schon einfallen. So, und dann ist das auf alle Fälle stärkend und es befreit einen auch aus dieser Situation, in der man da steckt. Und deshalb kann jeder, der heute in seinem Hamsterrad sitzt und glaubt, er könne nicht mehr anders, der ist immerhin noch viel freier als ein Häftling im Gefängnis. Der kann jederzeit das Rad anhalten, kann aussteigen, kann sich angucken, was er da treibt, kann sich nochmal klar machen, dass er davon krank wird und kann sein Leben ändern. Und jetzt kommt die Plastizität. Und jetzt kommt die Plastizität. Jetzt ist es gut, dass sich das dann im Hirn auch neu vertragt. Ja, also ich würde mal sagen, dass es so mindestens 2 frohe Botschaften gibt, um mal in dieser Sprache zu bleiben. Die eine frohe Botschaft ist eben, dass wir
alle Kraft in uns haben, mit unseren Selbstheilungskräften. Und die zweite gute Botschaft ist, dass wir mit der Plastizität unseres Gehirns die Voraussetzung dafür haben, dass wir erkennen können und verändern können. Und wie jetzt zum Abschluss, lieber Herr Professor Hütter, passt nun dieses, ich treffe eine Entscheidung und bin und versuche mit mir selber liebevoller umzugehen, mit dem Thema der Angst und der Angstmacher und der Verführung zusammen? In dem Augenblick, wo Sie anfangen, liebevoller mit sich selbst umzugehen, werden Sie spüren, wie es Ihnen gut tut. Und damit kommen Sie in Ihre Kraft. Und dann werden Sie wieder sozusagen ein lebendiger Mensch, der sich als Gestalter seines eigenen Lebens erlebt. Und so ein Mensch lässt sich nicht mehr manipulieren. Mhm. Der guckt genauer hin, der achtet auf das, was die anderen da wollen, wie die den schon wieder über den Tisch zu ziehen versuchen. Und der bleibt bei sich. Man könnte auch sagen, er wahrt seine Würde als Mensch. Ist nicht mehr manipulierbar, auch nicht mehr verführbar. Und dieses nicht mehr verführbar zu sein, auch für Angstmacher, ist diese hohe Kunst, die wir, glaube ich, in dieser Gesellschaft unbedingt lernen müssten, weil diese Gesellschaft voll von Verführern ist. Und wir allzu schnell in diese Situation kommen, wo wir Verführte sind. Und da darf ich nochmal aus der eigenen Erfahrung sagen, es ist im Grunde genommen furchtbarer, ein Verführter zu sein, als ein Unterdrückter. Mhm. Als Unterdrückter kann ich mich ja noch wehren. Da kann ich mich mit anderen zusammenschließen, eine Partei gründen, abhauen, sonst was machen. Als Verführter merke ich ja noch nicht mal, wie ich mich selbst sozusagen in eine Situation gebracht habe, wo ich gar nicht mehr da bin. Also mir ist zum Schluss unseres Gesprächs noch ein Gedanke ganz wichtig, und zwar der Gedanke der Allverbundenheit, könnte man das nennen, oder der Gedanke, den Sie auch erwähnen, dass es nicht nur darum geht, dass ich mich mag, in dieser Art von Selbstliebe, die abgelehnt wird, wie wir vorhin schon erwähnt haben, sondern dass mich selbst mehr zu lieben, liebevoller mit mir zu sein, auch bedeutet, dass ich auch mit den Menschen um mich herum und mit den Tieren um mich herum und mit den Steinen und Bäumen und was da alles so ist, auch einen anderen Zugang bekomme. Und darf ich mal noch einen Bibelspruch bringen? Das war mein Konfirmationsspruch, Herr Hütter, und den mal ja, deuten in Ihrem Sinne. Also das war mein Konfirmationsspruch, 1. Johannesbrief 4, Vers 16. Und der Spruch heißt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm oder in ihr. Und jetzt habe ich für das Wort Gott mal einfach dieses Wort Allverbundenheit reingesetzt. Ja? Also die Allverbundenheit ist Liebe, ja? Die Verbundenheit aller mit allen. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in dieser Allverbundenheit. Und diese Allverbundenheit bleibt in ihm. Also ich habe einfach jetzt nur mal die Worte ausgetauscht. Ja. Und da finde ich, Ihr Konzept und mein Konfispruch, die passen einfach super zusammen. Also das hat mir ermöglicht, nochmal auf so biblische Texte, die uns manchmal so ausgetreten vorkommen, auch nochmal anders drauf zu schauen. Ja? Ja, es ist doch auch ein schönes Beispiel, dass Menschen über Jahrtausende hinweg Erfahrungen sammeln mit dem Leben. Und mit der Liebe. Dass das dann auch irgendwo immer wieder weitergegeben wird und weitererzählt wird und am Ende auch irgendwo aufgeschrieben wird. Und dann kommen nach ein paar tausend Jahren Wissenschaftler, Hirnforscher. Und die sagen das Gleiche. Und können das jetzt objektiv belegen. Das sind Sternstunden für mich, wenn ich merke, ich habe irgendetwas erkannt, wie das Hirn arbeitet. Und das ist etwas, was das bestätigt, was Menschen seit 2000 Jahren schon geahnt haben. Mhm. Sie können die Bergpredigt nehmen und dann würden Sie nichts weiter finden als eine Untermauerung dessen. Nein, andersrum, was man sagt. Genau. Dann ist die moderne Naturwissenschaft und die Hirnforschung eigentlich nichts weiter als eine Untermauerung der Bergpredigt. Und das finde ich schön. Das macht die Wissenschaft auf einmal wieder lebendig. Ja, ja, sie macht sie wieder lebendig. Mhm. Und sie ist wieder das, was sie eigentlich sein soll, nämlich sie soll dem Leben und den Menschen dienen und nicht der Wirtschaft und den Gewinnen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und jetzt schauen wir mal, lieber Herr Hütter, wenn Sie so viel Zeit uns noch schenken, ob es im Chat sich irgendwas getan hat in der letzten Stunde. Wenn es nicht viel ist, ist gut. Und wenn es was ist, geben Sie noch Antwort, oder? Ich ja. Zwei Sachen, weil unsere Technik auch spinnt. Genau. Hier sind die letzten drei. Jetzt muss ich erst.
du es lesen? Ah ja, also ich lese mal vor, ja, Herr Hütter. Das ist an Sie gerichtet. Sie sind ja in der DDR aufgewachsen und kennen ein totalitäres System. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation diesbezüglich ein? Wird die Angst teilweise nicht bewusst geschürt, um sie zu benutzen für politische Maßnahmen? Ich glaube, das haben wir schon beantwortet im Laufe des Gespräches. Ist es, ja? Oder wollen Sie noch? Ich glaube, das müsste jetzt klar sein. Haben wir beantwortet, ja, genau. Die Antwort heißt ja. Die Antwort heißt ja. Dann zweite Frage. Wie erleben Sie die Situation in Deutschland aktuell, Klammer auf, Meinungsfreiheit, Spaltung, Restriktion, Kontrolle, Denunziation? Nehmen Sie einen Unterschied wahr zwischen Ost- und Westdeutschland? Reagieren die Menschen im Osten aufgrund ihrer Erfahrungen heute anders? Möchten Sie sich dazu noch äußern, Herr Hütter? Ich könnte dazu was sagen, und das ist aber nicht ganz so einfach. Die im Osten haben gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen, weil die einfach immer irgendwelche Probleme hatten. Und sei es, dass es da keine Reifen oder keine Scheibenwischer gab. Und deshalb sind die da pragmatischer bei der Bewältigung von Problemen. Und die haben auch sich nie angewöhnt, die große Mehrzahl nach der Regierung zu rufen, wenn es mal nicht gegangen ist. Die sind da eher, haben die eher versucht, das selber in die Hand zu nehmen. Und das ist in Spuren in diesen ehemaligen Ostgebieten, glaube ich, immer noch der Fall. Die helfen sich selbst und sind immer ein bisschen notorisch misstrauisch gegenüber dem, was ihnen die Regierung empfiehlt. Das erklärt vielleicht auch manche von diesen Demonstrationen, die ja gerne sofort ins rechte Eck gestellt werden. Und es gibt ja auch massenhaft Rechte, die da jetzt auftauchen. Aber es gibt halt auch viele Bürger und Bürgerinnen, die demonstrieren gehen und keine Rechte sind. Ja. Genau, aber das muss man eben auseinanderhalten. Das ist natürlich im Osten auch eine Situation gewesen, wo die von einer Diktatur in die andere gekommen sind. Und deshalb haben die auch nie gelernt, mit Freiheit umzugehen. Das ist auch schwieriger. Ja, dann kommt noch eine Frage. Wie kann man denn in oder nach dieser Covid-Krise eine neue Lebendigkeit in die Gesellschaft bringen, jetzt, wo jede kleine sympathische Regung und Kreativität gleich wieder im Keim erstickt wird oder denunziert wird? Also wie kommen wir zurück zu unserer Lebendigkeit, die ja im Moment wirklich gelähmt zu Boden liegt? Das muss man ja sagen. Ja, Klagen ist auch eine Bewältigungsstrategie für die Angst. Super. So, und deshalb gehe ich einfach gerne raus. Es ist jetzt Frühling, es war noch nie so schön draußen wie jetzt und höre mir die Vögel an und freue mich an der Kirschblüte. Ich fühle mich so lebendig, wie es nur irgendwie geht, und da können Corona-Maßnahmen verordnet werden, so viele noch wollen. Dann kommt hier ein Kommentar, den lese ich sehr gerne vor. Ich kann den auch buchstabieren, weil er mir so gut gefällt. Der heißt nämlich: Sie sind ein wunderbarer Mensch, Herr Hütter. Oh, wie schön. Ja, da kann man nichts mehr zu sagen. Danke, wer immer das geschrieben hat. Genau, ja, eine Frau Barbara. Und ja, dann ist noch eine Frage: Wie sehen Sie denn die Situation der Kinder heute im Umgang mit dem Virus? Welche Langzeitfolgen oder Schäden müssen wir hier befürchten? Und da würde ich mal jetzt sagen, haben wir einen Aspekt, den wir noch nicht so beleuchtet haben, ob sich sowas, solche Erfahrungen auch zum Beispiel im Gehirn abdrücken, wenn man so möchte, niederlassen, Spuren hinterlassen. Ich versuche es mal ganz kurz. Die Kinder haben ja eine ganze Menge lebendige Bedürfnisse, denen sie auch normalerweise nachkommen. Also mit der Oma kuscheln, mit anderen spielen, was entdecken, was gestalten, rumtoben, spielerisch sich draußen irgendwo in der Welt bewegen und rausfinden, wie das Leben geht. So, das sind so Grundbedürfnisse von den Kindern. Und jetzt haben die Kinder aber natürlich das große Bedürfnis, uns Erwachsene glücklich zu machen. Die möchten ja von uns angenommen werden. Und deshalb haben die Kinder sich in der überwiegenden Mehrheit dazu durchgerungen, das, was wir von ihnen erwarten, so gut wie möglich zu tun, auch zu erfüllen. Das heißt, die setzen die Masken auf, die halten die Abstände ein. Die sind manchmal sogar noch besser als die Erwachsenen. Und manche Erwachsenen halten das auch für was besonders Tolles. Was sich diese Erwachsenen dann aber nicht klar machen, ist der Preis, den die Kinder dafür bezahlt haben. Und der heißt eben Lebendigkeit. Man kann als Kind so etwas nur einhalten, indem man seine inneren Impulse, seine innersten lebendigen Bedürfnisse so lange abtötet, also mit anderen Worten unterdrückt, bis sie weg sind. Und hirntechnisch ist sowas nicht lange auszuhalten, und deshalb, das ist Selbstorganisation, bilden sich im Hirn dann hemmende Vernetzungen, die sich über diese Strukturen legen, wo diese lebendigen Bedürfnisse rauskommen. Und dann ist das Bedürfnis weg. Und das sehen wir jetzt bei vielen Kindern. Dann wollen die gar nicht mehr mit der Oma
kuscheln und spielen auf dem Spielplatz, haben sie auch keine Lust mehr. Mhm. Die sind sozusagen, die haben ihre Lebendigkeit verloren und werden auf diese Weise, weil sie jetzt gewissermaßen gar keine lebendigen Bedürfnisse mehr haben, werden die Robotern und Automaten immer ähnlicher, weil die zeichnen sich auch dadurch aus, dass die keine Bedürfnisse mehr haben. Und deshalb halte ich diese gegenwärtige Entwicklung und das, was da auf uns zukommt, für extrem bedrohlich. Und ich kann nur hoffen, dass wir, dass breite Schichten der Bevölkerung erkennen, dass hier ein Problem existiert, was die Kinder nicht alleine lösen können. Die brauchen jetzt Hilfe. Und zwar nicht, um den Schulunterricht nachzuholen, sondern um ihre Lebendigkeit wiederzufinden. Vielleicht wird das nächste Buch, Herr Hütter, sich diesem Thema zuwenden, weil das ja immerhin auch das Thema unserer Zukunft ist. Also die, die jetzt Kinder sind, werden die nächsten Erwachsenen. Und dass es um Menschlichkeit dann geht, also dass diese Kinder, die Erwachsenen werden, lebendig und menschlich bleiben können, ist vielleicht auch eine Aufgabe, die wir für die Zukunft haben. Und da müssen Sie ein Buch schreiben, das ist klar, oder? Es gibt so eine Grundregel für solche lernfähigen, plastischen Gehirne. Die verformen sich immer dorthin, wohin der Mensch seine Aufmerksamkeit und seine Bedeutung richtet. Also was die Menschen für bedeutsam halten, das führt dazu, dass die im Hirn Vernetzungen bekommen, mit denen sie das, was sie für wichtig halten, auch ganz besonders gut lernen. Also wenn man jetzt großes Einkommen für bedeutsam hält, kriegt man ein Gehirn, mit dem man große Einkommen erwirtschaften kann, wenn man nicht ganz alles falsch macht. Wenn man ein Fußballfan ist, kriegt man ein Gehirn, mit dem man sich perfekt mit dem Fußball auskennt. Und wenn man eben einer ist, glaubt, der Wettbewerb und ohne Konkurrenzdruck und so ging es nicht, kriegt man ein Hirn, mit dem man das alles gut kann. Und was wir jetzt in dieser Corona-Zeit beobachten, ist etwas unglaublich Spannendes. Nämlich, dass ich immer mehr Menschen treffe, für die sich das, was sie bisher für bedeutsam gehalten hat, was sie für bedeutsam gehalten haben, plötzlich zu ändern beginnt. Ja. Und deshalb schließe ich das jetzt mal mit der wunderschönen Geschichte ab, die mir eine Frau erzählt hat, als die erste Welle der Corona-Pandemie da über uns gebrochen ist und die Maßnahmen ausgebrochen sind. Die hatte zwei- oder dreijähriges Mädchen, ein Mariechen. Und sie ging schon seit dem ersten Jahr des Kindes, hat sie das in so eine Kinderkrippe gebracht und ist jeden Tag arbeiten gegangen. Die hat sich nichts dabei gedacht, sagte sie. Die anderen hätten das ja auch so gemacht und Mariechen sei auch so eine Brave. Die hätte auch gar nicht weiter sich beschwert, die hätte das auch tapfer gemacht. Und es sei alles prima gewesen. Und jetzt sei ich seit 3 Wochen Lockdown. Und sie hätte ihr Mariechen zu Hause, könne nicht arbeiten gehen, Mariechen könne nicht in die Kinderkrippe gehen. Und jetzt hätte sie sich, halten Sie sich fest, in ihr kleines Mariechen verliebt. Die Mutter. So, und jetzt sagt sie, und jeden Tag stehe ich vor meinem Mariechen und die zeigt mir, was sie alles kann. Und wir machen zusammen den Tag uns schön und es ist ein so großes Glück. Und dann kommt es, jetzt hat sich Bedeutsamkeit verschoben. Und dann sagt sie, ich weiß noch nicht, wie ich es hinbekomme, aber dass ich mein Mariechen anschließend wieder jeden Tag in so eine Einrichtung bringe, das mache ich nicht mehr. Und dann merken Sie, wie tief das geht. Wenn sich ganz viele Eltern jetzt wieder in ihre Kinder verlieben würden, dann würde diese Gesellschaft sich sehr schnell verändern. Aber dazu müssten dann auch die Eltern dann dafür sorgen, dass diese Kinder diesen großen Schatz bewahren, der sie dann auch zum Verlieben macht. Diese Lebendigkeit. Ja, genau. Das ist das Große, was viele Eltern wissen, spüren, dass die werden ja selbst angesichts der Lebendigkeit ihrer Kinder wieder lebendig. Und das kaputt zu machen, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, ist eigentlich ein Verbrechen. Lieber Herr Professor Hütter, Ihre Lebendigkeit ist bei uns angekommen, also bei mir zumindest und ich glaube hier im Saal auch. Schön war es wieder. Dankeschön. Ihnen alles Gute. Bitte schreiben Sie weiterhin solche Bücher, die uns ein bisschen aufrütteln. Und verlieren Sie auch nicht den Mut. Ich danke Ihnen, liebe Frau Schmidt, ja, und allen, auch, die uns hier zugehört haben. Ja. Einen wunderschönen Abend und alles Gute noch. Dann sage ich Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Alles Gute.
Das war der Applaus. Das war der tosende Applaus, würde ich sagen. Von den Millionen. So, sind wir noch auf Sendung? Ah, ich soll Ihnen auch noch zu Hause auf Wiedersehen sagen. Das mache ich gerne. Wünsche Ihnen, dass Sie da was mitgenommen haben heute Abend. Manchmal ist es am Anfang vielleicht noch ein bisschen unangenehm, wenn man sich denkt, das ist kitschig oder so, aber probieren Sie es mal aus, es funktioniert wirklich. Morgens aufstehen und sagen, heute bin ich mal ganz lieb zu mir selbst. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiedersehen.